Da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen zurück bei H1Z1. Heute mal wieder im Trio mit Wockedy Pockedy, Ismofor und mir, Elataya. Hallo. 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 Ja, hallo. Wie ihr seht, stehen wir in unserer wunderbaren Behausung, die kein Dach hat übrigens, mit einem Auto. Wir hatten wohl mal zwei, habe ich mir sagen lassen, aber einer unserer Gasthörer, hätte ich fast gesagt, einer unserer Gäste vom letzten Mal, Michi oder Phil, hat es wahrscheinlich kaputt gefahren. Ja, wie dem auch sei. Da waren wohl auch Metallvorräte drin, habe ich gerade gehört. Wir wollen uns aber nicht weiter ärgern. Ja, Wocke, was tust du da jetzt? Ich habe noch zwei Crowbars im Gepäck. Ah. Ich gucke gerade, was hier noch drin ist in den Kisten, aber es ist auch der Schraubenschlüssel raus. Du kannst das heißt, mir sonst eine Crowbar abgeben. Ich habe noch einen Waffenplatz frei. Und hier sind 80 Pfeile in der Kiste? Was für ein Quatsch. Die kriegt man ja so schwer. Ja, eben. Also, den Kistenplatz, den nehmen wir mal raus auf Multivitamin. Aber die kannst du mir geben, weil ich brauche welche. Pfeile? Wo sind? Ja, sind die noch drin? Nein, die habe ich jetzt rausgenommen. Okay, dann schmeiß sie mal hier auf den Boden, dann nehme ich die. Hattest du nicht noch ein paar Hämmer übrig? Hämmer? Ja. Nee, Hammer ist doch in der Kiste drin, glaube ich. Warte, ich schmeiß mal erstmal. Was ist denn da draußen los für eine Grunze? Zombie-Familienfest. Ja, aber ehrlich. So, ich werfe... Harter Arm! Und ein Grafikfehler. Also die Klamotten, die gehen ja genauso wie die Waffen mit dem Rucksack schon so ein bisschen ineinander über. Und der Rucksackträger verschwindet auch im Shirt, aber egal. So, ich droppe das und eine Crowbar. Ja. Jetzt da habe ich nämlich auch noch Platz. Genau. Dankeschön. Wie, ich habe nur Space for that. Was habe ich denn bitte schon wieder alles mit? Ach so, ich habe hier nur einen 1000-Platz-Rucksack. Aber im Auto sind noch drei Military-Backpacks. Ja. Ach ja. Bocke hat nämlich eine... Ich wollte hier eigentlich nicht einsteigen. Hat nämlich eine Single-Let's-Play-Folge gemacht oder zwei und dabei so einiges an Rucksäcken und Co. gefunden. Da greife ich mir jetzt mal ein. Geht das überhaupt so? Huch, jetzt habe ich zwei. Einer reicht. Dankeschön. Dann packe ich mal meinen 1000-Platz-Rucksack hier rein, ne? Den brauche ich ja jetzt erstmal nicht. Und wieder aussteigen. Genau. An welcher Kiste bist du? An der linken. Gut. Ich bin jetzt an der Kiste mehr. Ob ich mein Scrap-Metal, mein Metal-Sheet hier noch reinbekomme? Ja. Sehr schön. Hat jemand was zu trinken können? Ja, weiß hier, ich nicht. Hier in dem Auto, in dem ich drin sitze, ist Getränk ohne Ende. Da kann ich nicht ran, während du da sitzt. Ich bin raus. Ich hol mal eben aus meinem Häuschen. Achso, macht einer Gruppe? Ich hab doch schon. Du bist doch schon in der Gruppe drin. Ich sehe noch nichts. Gruppenmäßig. Aber du bist trotzdem schon in der Gruppe trotzdem drin. Trotzdem drin, okay. Du hast doch einen grünen Pfeil bei mir. Gut. Ihr aber habt aber bei mir keinen Pfeil. Bocke hat sich nämlich eine kleine Hütte gebaut in naher Umgebung. Genau, da gehe ich jetzt rein. So einen kleinen Lagerraum quasi. Ein Klohäuschen, sag's ruhig. Ein Klohäuschen. Das ist aber schon ein großes Klohäuschen, du. Das ist mal für einen richtigen... Naja, egal. Ja, ja. So, und hier ist... Hier ist noch dreimal Metal Shard drin. Okay. Die Tür ist übrigens schon ein bisschen beschädigt. Da solltest du mal mit dem Hammer beigehen. Ja, mach ich. Hier ist auch noch der Schraubenschlüssel für das Auto. Sehr gut. Hier sind auch Handschuhe drin. In der rechten Kiste. Hast du die... Metal Shards mitgenommen? Nein, mache ich jetzt. Also Wood Axe, okay. Duct Tape. Huch! Metal Shard. Ich bin eingesperrt. So. Nehme ich mit. Aua, aua, nein, aua. Ach, verdammt. Verfluchte Punji Sticks. Ich habe gesagt, da musst du ganz gerade rauslaufen. Ja. So, Wood Axe. Ganz gerade ist so eine Sache. Nee, ihr bleibt draußen. Huch, jetzt bin ich auch draußen geblieben. Das wollte ich nicht. Also hier ist gar kein Hammer mehr drin. Dann haben die echt auch die ganzen... Ich habe einen gefunden. Ich habe einen gefunden. Ja? Okay. Machst du gerade unser Haus heil? Ja. War das beschädigt? Ein bisschen, ja. Nicht so gut. Oh, ich habe auch noch Scrap Metal, sehe ich gerade. Aber es reicht halt nicht für einen Storage Container. Wie viel Scrap Metal brauchst du denn? Ich brauche 4 Metal Brick. 4 Metal Brickets und 4 Nägel. Nägel kann ich mir ja ganz einfach machen. Was brauche ich für Metal Brickets? Bars, glaube ich, ne? Ne, doch nicht.
Dann fehlt mir das Holz. Guck mal. Dann fehlt mir echt nur das Holz. Das ist ja cool. Für eine weitere Storage Box? Jo. Okay. Also ich bin tired, ich leg mich mal eben hin. Haben wir hier zufällig Holz drin? In meiner Hütte ist noch eine Woodplank. Ach, da haue ich mir sonst einen Baum um. Das ist ja okay. Ein Problem. Ist das Auto beschädigt? Kann das jemand sehen? Das kann man ja sehen, wenn man sich die Gesundheit anschaut. 100% Gesundheit, also alles gut. Dann packe ich in das Auto jetzt mal den Schraubenschlüssel, ne? Okay. Was durchaus Sinn macht, denn wenn wir unterwegs sind und fahren mal über so einen Stein, dann kann man das Auto schnell wieder reparieren. Richtig? Richtig. Sofern man sich nicht auf den Kopf legt und das Auto explodiert. Das natürlich buggen die sich alle durch. Lassen. Ach, ihr seid doch nervig. Ich will hier Bäume fällen, das geht so nicht. Ich habe die Teile, die übrig geblieben sind von dem Demolition Hammer. Da bleiben ja hier Metallteile übrig, die man... Oh Gott, was ist denn hier alles in dem Furnace drin? Ich weiß nicht, Michi legt immer Sachen in den Furnace. Aber jede Menge. Hier ist noch ein großer... Ah, er hat den gesamten Kofferrauminhalt hier in den Furnace reingepackt. Das war natürlich clever. Oder Phil, ich weiß gar nicht. Ja, das war natürlich clever. Denn hier ist Metal Sheet drin, hier ist eine Feueraxt drin, hier ist ein großer Militärbackpack drin. Sehr gut. Vielleicht ist das Auto ja auch nicht kaputt, sondern einfach irgendwo anders. Die sind irgendwo damit hingefahren, das glaube ich nämlich auch. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, du brauchst jetzt Holz, ne? Ja, ich besorge mir das, sobald ich hier mich um die Zombies gekümmert habe. Dann besorge ich mal auch welches. Nehmen wir eben eine Axt. In die Hand. Hab keine Axt. Na, bitte. Dann kannst du ja ein bisschen die Zombies mir vom Hals halten, dann vielleicht. Dann nehme ich die Feueraxt, natürlich. Mit der Feueraxt kann man auch Bäume fällen, na klar. Du kannst mit jeder Axt, du kannst sogar mit der kleinen Hatchet Bäume fällen, wenn du lustig bist. So. Ja, schon eine Party hier draußen, ne? Also. Ja. Ach ja. Zombie-Familienparty hier. My Big Fat Greek Zombie Wedding. Naja, warum eigentlich Greek? Ist ja USA hier. Verlaufen. Wo ist unsere, was ist unser Haus? Da vorne. Weißbrot ist wieder da. Weißbrot. Da kann Bernd das Brot nicht mithalten. Nee. Wenn Ela das Weißbrot am Start ist. So. Außerdem bin ich viel hübscher als Bernd. Hier wurde der Baum gedingst. Ich habe 4 Woodlogs gedroppt, weil ich keinen Platz okay. habe. Ich dummer Trottel. Ich bin schon unten. Ich bin schon unten, genau. Ich bin schon oben im Haus. Weil ich natürlich noch eine Crowbar dabei habe. Ich stumpfe Harry. Siehst du meinen Pfeil? Ja. Nein. Gut. Nicht. Egal. Also wer da gerade reingelaufen ist, war Ismo, ne? Ich bin schon im Haus. Ja, ich bin hier. Ich habe jetzt 2 Storage-Containers wieder gebaut. Stell dich hier neben. Nee, daneben ist auch irgendwie doof, weil da könnte man hier in die Ecke noch was anderes bauen. Zum Beispiel einen Aussichtsturm oder so. Ich baue die hier neben das Bett. Aber auch blöd, da kann man da wieder nicht ran. Ich kann die auch sonst einfach davor stellen, oder? Man muss ja nicht direkt davor stehen, um den auszuwählen. Bau die doch einfach an die andere Wand. Ja, ich meine, es ist sinnvoll, wenn man die so beieinander hat, wenn man hier direkt an der Werkbank steht. Und du kannst sie nicht daneben stellen? Doch, aber man könnte diese Ecke zum Beispiel noch mit einem Aussichtsturm füllen und das kannst du nicht mehr, wenn da Storage-Container stehen. Deshalb sage ich, man kann die ja sonst einfach hier vorstellen, das geht ja auch. Man braucht ja den, den man nutzen will, nur anzugucken. Aber man kann den Aussicht... Ja, okay. Ich meine ja nur. Dann stell sie doch hier hin, wo ich stehe. Dann kann man dazwischen herlaufen. Okay.
Dann mache ich so eine kleine, ja, so einen kleinen Gang. Du kannst übrigens, wenn du Drop machst, du kannst den Gegenstand mit dem Mausrad drehen. Du musst ja, dich nicht selber weiß. Drehen. Ja. Ich habe mich nur gedreht, um zu gucken, wo du bist. Gut. So, ich stelle die jetzt in einem kleinen Abstand dazu. So. Kann man sich dazwischen stellen. Ja, super. Und ich habe noch eine. So. Ich habe in der einen Kiste eine Crowbar platziert, wer die also nehmen möchte, in der linken Kiste an der Wand. Danke. Da ist eine Crowbar drin. Habe ich denn noch irgendwas, was ich hier lassen will? Denn wir wollen einen Ausflug machen auch. Wir wollen uns mal die Ranch angucken. Gibt ja hier oben in der Ecke der... Ach ja, ich habe ja jetzt keine richtige Karte mehr, verflucht. Aber was hier bei mir jetzt Rancho Taco ist... ich glaube in dem... Warte mal, irgendwo sind noch Maps drin. Moment. Im Furnace. Das kann durchaus sein. Nein. Im Auto. Auch das kann sein. Ja. So. Nochmal. Also, hier oben, jetzt in schön, seht ihr Ranchito Taquito. Die Ranch, die wollen wir uns mal angucken. Da wir ein Auto haben, kommen wir ja bequem hin und zurück. Zumindest hoffe ich das. Ja, Reise fertig machen, würde ich sagen. Ich hole mal nochmal schnell das Holz, was ich gerade gefällt habe. Mach mal. Das Scrap Metal lasse ich mal hier. Das sind immerhin 4 Woodlocks. Broken Metal Item lasse ich auch mal hier. Kann jemand dann mit Benzin mitnehmen? Zweimal habe ich. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Müsste reichen für hin und zurück. Okay. Ismo hat sich schon mal reingesetzt. Der will fahren. Moment. Hat eben noch eine Sekunde. Woodlocks in die Kiste und alles leer, was wir nicht brauchen, damit wir Platz haben, um Sachen mitzunehmen. Richtig. Ich möchte nur noch mal ein paar Pfeile machen. Genau. Ich habe 4 Gun Repair Kits dabei. Ich habe herausgefunden, dass Gun Repair Kits sowohl für Pistolen als auch für Gewehre funktionieren. Okay, und Ismo fährt das Auto kaputt. Zum Glück liegt im Auto ein Schraubenschlüssel. So, jetzt habe ich 1500 Platz, das sollte reichen. Ich komme aus dem Auto nicht mehr raus. Das ist dein Problem? Nee, das geht nicht. Ich habe die Kamera sich irgendwie so blockiert, dass ich eine Kamera jetzt habe, nur noch eine Kamera sich. Ich kann nichts drehen und nichts machen, nämlich aussteigen, ist das für ein Auto fahren. jetzt geht's los. Ah, ich kann aussteigen. Ah, ist ja toll. Ich fahr nicht. Ist mein Auto. Mach dir mal die Tür auf. Rocke. Ich sitz neben dir. Hila, machst du die Tür auf? Ich mach sie auf. Warte, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ihr wisst doch, man muss immer auf die Frau warten. Ja. Ja. Wollte ich noch hübsch machen. Aber die Zombies kommen eh nicht rein. Ja klar. Für die ganzen Zombies da draußen. Kein weiterer Kommentar. Bist du hattest du Holz reingepackt? Bist du Zombie-viel? In dem von der Wand wegstehenden, wenn du zwischen den Containern stehst, rechten. Linken, aber ist egal. War das der linke? Ehrlich? Ja, aber das macht ja nichts. Wenn du von der Wand wegguckst, okay. Mhm. Ach so, ja, nee, warte. Wooden. Hä? Nein, halt. Ach, verflucht, da brauche ich noch andere Sachen für. Ja, dann baue ich mir jetzt keinen. Mir egal. Was wolltest du dir bauen? Ein Wooden Bow. Aber ist egal. Kann ich. Warte. Ich hab. Nein, ist egal. Ich mach dir einen. Ich mach dir einen. Weil ich hab nur so ein Makeshift Bow. Ja, ich mach dir einen. Ich kann nämlich einquarten. Da brauchst du dieses Zwirn. Ja, ja. Ist gedroppt. Viel Dank. Bitteschön. Jetzt nimm ihn auch. Vibe. So. Sehr schön. Da braucht man Himmel, Arsch und Zwirn. So. Seid ihr denn nur so weit? Im Auto ist noch was zu trinken, sagst du, ne? Da müsste auch Getränk drin sein, ja. Gut, dann haben wir ja was mit für den Notfall. Also ich bin soweit. 2 Flaschen haben wir. Dicke hoch. So, Tür ist auf, Auto raus.
Ach, wie es wieder ruckelt. Das ist echt komisch. Das ist beim Jeep hier, da ruckelt es immer. Beim Polizeiauto war das nicht so. Das ist auch besser gefedert. Wahrscheinlich wird es das sein. So. Ja, ich öffne mal eben die Karte und zeige unseren Zuschauern auch, wo wir jetzt hinfahren. Irgendjemand muss mir die Richtung sagen. Wo links. Lang? Richtig. Und immer der Straße folgen. Ich habe keinen Kompass, stelle ich gerade fest. Ich auch nicht. Links und immer der Straße folgen. Oder sollen wir vorher noch einmal schnell die Police Station leerräumen? Weil da sind, meist, da sind Kompasse drin. Egal. Okay. Wir finden schon eine Ranch. Wo fährst du hin? Mo? Was soll das werden? Bisschen Spaß haben. Na, fahr mal los hier. Wir machen eine Runde. Sonst fährt jemand anders. Wackel nicht so. Oh, da wird mir ja schlecht. Boah, Ismo, fahr geradeaus und fahr auf der Straße. Keine Lust auf Steine jetzt hier. Ja, echt. Wir haben schon genug Autos geschrottet. Armes Reh. Und genau, jetzt dieser Straße immer folgen. Bis zu der nächsten großen Kreuzung. Da ist auf der Ecke ein großer Supermarkt, der nennt sich Zims. Da biegen wir dann rechts ab Richtung Ranchito Taquito. So, ich bin gespannt. Was passiert? Ist ja nicht schwer, der Weg. Ich nehme mal gleich mal das Sturmgewehr in die Hand, weil ich nicht weiß, was uns erwartet. Ich habe kein Gewehr. Ich habe nur meinen Bogen. Muss reichen. Ja. Ich habe nämlich, das Geile ist nämlich, ich habe wirklich für das Sturmgewehr 34 Schuss. Wow. Ja. Aber die sind schneller weg, als du gucken kannst im Zweifelsfall. Richtig, aber man kann einmal richtig was loswerden an Munition. Das ist richtig. Nicht die Zombies totfahren. Ismo, bitte auf der Straße fahren jetzt. Und außerdem weiß man nicht, ob unser Sprit dann sonst reicht, wenn wir jetzt so viel Fax machen hier. Da sind kaputte Autos. Ja, der Autofahrsimulator 2015, meine Damen und Herren. Sie sehen am Steuer Ismo vor. Da ist Sim Supermarkt, dahinter biegen wir rechts ab. Wir folgen dieser Straße dann immer weiter geradeaus. Also im Prinzip jetzt rechts abbiegen. Und dann kommen wir irgendwann auf die Ranchito Taquito. Und was uns da erwartet, liebe Zuschauer, weiß nur der Bär, der uns gerade hinterher brüllt. Und wusste der Zombie, den wir gerade überfahren haben. Vielleicht. Genau, am besten das Auto jetzt auf die Seite legen, einen Überschlag machen und das Auto zum Explodieren bringen. Nein. Dann komme ich persönlich durch Teamspeak und erwürge dich, Ismo. Persönlich. Wollen wir in das Haus? Das steht so schön abgelegen und so schön obendrauf. Komm vorbei. Schade. Können wir auf dem Rückweg nochmal reingucken? Ich hätte da gern mal reingeguckt. Auf dem Rückweg darfst du, kleiner Woche. Danke, kleine Ela. Kriegst du dann deinen Lutscher? Ach, komm. Wir haben nur 52% Sprit. Nur noch. Ich habe noch zweimal Fuel. Da haben wir ja Glück gehabt. Ich weiß nur nicht, ob das reicht. Ich weiß nur nicht, wie viel das tankt, wenn man das einmal benutzt. War der ganz voll? Prozent. Nein, der war bei 70%. Ah, okay. Dann können wir ja theoretisch auf 35 runterfahren. Und wissen, dann ist es halb voll. Also die Hälfte verbraucht. Wir müssen ja nicht Turbo-Diesel benutzen. Vielleicht fährt er dann Ritsparen. Hier ohne ist, Turbo. Was ist das denn hier oben? Ein kleines Camp. Ein kleines Camp. Ich glaube, dass bei diesen kleinen Spots, dass es da wirklich was zu holen gibt. Ja, wie gesagt, wir können ja auf dem Rückweg da mal hin. Ja. Ich würde nur sagen, wir stopfen uns nicht jetzt schon die Taschen voll. Mal gucken, was es auf der Ranch zu holen gibt. Erst. Vielleicht hat da ja auch irgendjemand seine Base und wir werden gleich total ins Kreuzfeuer genommen, wer weiß. Ja, vielleicht hat sich jemand eine Panzerfaust gecraftet und mietet uns direkt von der Straße. Wer weiß.
wer Vielleicht weiß. Hätten wir dann in den Inhalt des Fahrzeugs zu Hause lassen sollen. Das wäre clever gewesen, zumal wir jetzt zwei neue Storage-Container gebaut haben. Aber wir waren nicht so clever wie Phil und Michi. Aber wir waren nicht clever, genau. Ist jetzt die Frage, wie lange brauchen wir noch bis zur Ranchito? Wir sind jetzt bei H3. Eigentlich müsste das jetzt hier gleich kommen. Das sieht gut aus. Da sind schon Aussichtsplattformen und Türme. Genau, die ist ja genau auf der Grenze hier quasi zwischen H und I. Ist das da oben ein Player Home? Nee. Ist es nicht? Okay, dann sind wir jetzt bei der Ranchito Taquito. Man sieht, die Bevölkerung nimmt zu an Zombies. Oha. Okay. Das ist ja keine Ranch. Wir sind da. Es ist eine neue Stadt. Ja. Krasser Scheiß. So, Vorsicht. Nicht, dass wir hier irgendwo gegenfahren. Außer gegen Zombies, das ist ja egal. Fahr mal links. Sieht verdächtig nach Cranberry und Pleasant Valley aus. So ein bisschen. Platz mit einer Kirche klar, drauf. Die Häuser wiederholen sich ja, ist ja klar. Ja, immer so. Ein paar Häuschen rundherum. Noch eine Tankstelle. Da geht's hoch. Vielleicht gibt's hier auch eine Police Station, ganz bestimmt sogar. Dann fahren wir nochmal. Ja. Nee, alles genau, gut. Lass uns mal die Police Station suchen, oder? Ja, würde ich sagen. Irgendeiner muss es geben. Dafür ist der Städtchen groß genug. Unser Auto vielleicht irgendwo so hinstellen, dass es nicht gleich ins Auge springt. Einfach irgendwo auf so ein Grundstück parken. Da hängt was fest. Da ist auf jeden Fall der Supermarkt. Kirche der Brennenden. Da ist ein Player Home. Ein riesengroßes. Anscheinend auch eine Kette. Ja, das ist ein ziemlich großes sogar, das stimmt. Da brennt was vor. Ja, das brennt ja oft. Ja, ja. Das meine ich mit, das brennt irgendwie immer, aber. Hier müsste irgendwo sowas sein wie eine Police Station. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Feuerwehr. Das ist noch so ein Lädchen. Dazwischen vielleicht? Nee. Dahinter. Park mal das Auto irgendwo unauffällig. In so ein Gässchen oder so. In so eine Gasse oder in so eine Halle irgendwie. Ja. Hier um die Ecke, hier hinter, neben den Containern oder sowas. Es darf ja nur nicht so eng sein, dass Ismo nicht mehr aussteigen kann. Ja, ja. Genau, total auffällig, einfach mittendrin. Jetzt kann natürlich jeder an den Kofferraum ran, ne? Ja, das ist dann Pech. Hauptsache, keiner klaut das Auto. Sonst fahr es irgendwo in der Halle. Oder bewache es einfach. Oder ich bleib einfach hier. Wie langweilig für dich. Nein, lass es uns hier stehen. Gut ist. So. Müssen wir uns aber merken, dass es hier ist. Ja, das ist ja hier bei dem großen Parkplatz. Ich versuche mir das gerade zu merken irgendwie. Das ist von vorne. Oh, da kommen so ein paar mehr. So, genau. Lass uns mal in Sichtweite bleiben. Ela See. Vielleicht gibt es auch gar keine Police Station hier. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wir können ja mal da hinten bei Romero's da die Straße nochmal rein. Da haben wir ja nicht so genau geguckt. Auch in den Supermarkt mal rein, weil der Supermarkt bei uns ist ja doch recht gut gefüllt mit Loot. Ja, gucken wir hier gleich mal rein. Das ist ein sehr großes Player Home, aber es ist offen. Ich gehe mal, einmal drauf auf die Plattform, gucken, ob da irgendwelche Kisten sind. Nachdem wir ja festgestellt haben, dass da ist eine Kiste, hier ist ein Schmelzofen, ein Grill und ein Bett, falls jemand von uns gleich erschöpft ist. Hier drin sind 6 Woodlock, eine Pistole, ein Hammer, Fleisch und ein Messer. Lasse ich alles drin, hä? Brauchen wir nichts von, oder? Nö. Woodlocks, eine Pistole, nö. Also die Basics, die haben wir ja selber mittlerweile und können die auch immer wiederholen. Jo. Ich guck nur hier mal eben in die Autos noch vor dem Supermarkt, ob da Metall drin ist. Das kann man ja mal brauchen. Aber da der Eingang brennt... Huch, aua, 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 aua. Geh weg, aua. Hör auf zu looten. Der Eingang brennt, heißt das, den hat jemand aufgebrochen, ne? Ja. Naja, klar. Warum sonst sollte die Eingangstür weg sein und brennen? Das weiß ich nicht.
Vielleicht gibt es ja so eine Art Fackelbeleuchtung für die Tür oder so. Nee, nee, weil das brennt ja in der Luft, da steht ja nichts drunter. Ja, ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein Zeugnis davon ist, dass die jemand kaputt gemacht hat. Wirklich? So, Elataya steht auf dem Auto. Wo ist Ismo? Im Supermarkt drin? Ismo ist im Supermarkt, ja. Okay. Dann komme ich da auch mal rein. Du hast einen Wolf im Schlepptau, Bocke. Ich weiß. Okay. Oha, ich bringe auch ein bisschen was mit. Ja. Aber schon empty, ne? Hier ist eine Shotgun, eine Shotgun? Da war ich schon, wo du ja jetzt die Shotgun gefunden hast. Ach so. Dann brauche ich hier ja nicht gucken. Regale dazwischen. Auf dem Boden liegt meist was zu essen rum. Lecker. Hier ist was zu essen. Lemon Pound Cake. Hier liegt noch eine Bowle rum. Lemon Pound Cake. Jetzt kommen die ersten Zombies. Reingeschlurft. So. Dieses Knarzen manchmal hört sich immer nicht so gesund an. Hier liegt eine Kasse. Kann man die mitnehmen? Das glaube ich nicht. Hier liegen noch ein paar Pistolen rum. Wenn du Platz hast für die Pistolen, die können wir zerlegen, ne? Daraus können wir Waffen-Repair-Kits machen. Okay. Oh. Ich höre immer nur den Pfeil. Water. Noch mehr Duct Tape. Man kann nie genug Duct Tape haben. Denke ich mir auch. Ich habe auch schon gesagt, dass es ja möglich ist, mit Duct Tape die Welt zu reparieren. Und dass das eigentlich in jede Werkzeugkiste gehört. Ganz witzige, ganz wichtige Geschichte. Ja. Es ist so. Okay, die Crowbar kann ich nicht mehr mitnehmen. Hier liegen so viele Crowbars rum. Wo? Hier hinten, im hinteren Teil, wo ich gerade bin. Au. Zwischen Gang 9 und 10, genau, da wo du jetzt du bist. Oh. Ja, ich sehe schon. Soll ich okay, schießen? Hier ist man anscheinend nicht sicher. Ja, schieß mal, wenn du kannst. Ach komm, schmecke Moment. Meine Axt. Oh. Haben's alle so eilig hier. Wie gut, dass ich mal überhaupt gar nicht treffe. Huscht der an mir vorbei hier, frech. Also, da brauchst du ja drei Schuss, es sei denn, du headshottest den. Dann nehme ich lieber wieder den Bogen. Oder die Pumpgun. Jo. Oder meine 44er Magnum, die hat mehr Bums. Oh, ich nehme mal das Essen, das hier neben dem vermoderten Zombie auf dem Boden genau. liegt. Schmeckt Crowbar bestimmt lecker. Habe ich eingepackt. Weil wir können das ja alles ins Auto legen gleich. Wenn es noch da ist. Wenn es noch ist, da ist. Hast du die Batterie mitgenommen? Ja. Sehr gut. Ach, hier gibt's noch ein Obergeschoss. Da ja. war ich schon. Und? Nichts. Okay. Crowbar. Lalalala. Flasche nehme ich mit. Können wir Sprit reinmachen? Huch! Was? Wo denn? Ach, wahrscheinlich draußen. Was denn? Da ist schon der nächste Zombie. Ach, ich höre sie hier nur wieder röcheln. Okay. Ich höre sie schlurfen. Müssen wir mal eben eine Bandage craften. Oh, ich kann auch nur eine machen. Gut. Wenn er welche braucht, ich kann noch ein paar. Okay. Nein, im Moment brauche ich ja keine. Ich habe jetzt 7. Hier liegt noch eine Pistole.
So. Futter, Essen, irgendwas. Aber so was wirklich Wichtiges oder was wir unbedingt brauchen, ist hier jetzt nicht, ne? Nö. Pistolen. Hier ist auch nur noch Kaffee. Ja. Okay, also Wasser ist wichtig, Nahrung ist wichtig. Hier ist noch Wasser. Für Flaschen und zum Trinken. Na, habt ihr die Tür nicht gefunden, Leute? Oder was ist los? Es ist schon wieder hell. You have no space for that. So, seid ihr schon wieder raus? Yep. Nee. Ja. Ja. Yes. Ja. Okay. Liebe Zuschauer, wir wollen jetzt zurück zum Auto. Ob das Auto noch da steht, ob es uns jemand mitgenommen hat, geklaut hat oder leergeräumt hat, wir werden es erfahren in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt H1Z1 Let's Play Together mit der Ela, dem Ismo und dem Wocke. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.